Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, normales Tageshoroskop für morgen, Sonntag, den 29.08.2021. Bevor ich darauf vergesse, möchte ich noch in eigener Sache eine Ankündigung machen, und zwar, ich werde das ein paar Mal wiederholen, unser Treffen vom Dienstag, also unsere Aktivität am Dienstag, möchte ich auf Donnerstag verschieben. Bitte aufschreiben oder vormerken, ich werde das jetzt wiederholen, dass es hoffentlich auch alle registrieren. Warum? Ganz einfach, bis Mittwoch dürfte es immer wieder regnen. Ja? Und der letzte diensttägliche Regenguss hat mir ein bisschen gereicht. Ja, ich habe mir Regenkleidung zugelegt, aber ich brauche das nicht jede Woche, muss ich ehrlich gestanden sagen. Und am Donnerstag haben wir wieder Schönwetter, Sonne, und ich würde sagen, ein frühherbstlicher Wandertag ist viel schöner als ein verregneter. Gut, das war's, was ich nur mal hier so kurz erwähnen wollte. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir ein Tageshoroskop, und ich darf da jetzt nicht zu groß interpretieren, weil das sind alles jetzt kleinere Geschichten, wie gesagt, nur für Sonntag. Wir haben den Herrscher von 12 an der Spitze des Horoskopes, gut, aber den werden wir noch etliche Tage weiter haben. Also ist dieser Faktor nicht nur für morgen gültig, sondern auch noch für, naja, 20 Tage, für 3 Wochen. Ja? Also das würde bedeuten, die nächsten Wochen sind von Lüge, Betrug, Verschwörung, unverschämten Behauptungen gekennzeichnet. Also das heißt, wir werden uns in den nächsten Tagen auf oder Wochen, ja, auf eine Lügenkontinuität vorbereiten dürfen. Gleichzeitig haben wir aber den Mars im ersten Haus, und dort wird er noch ein paar Tage bleiben, was bedeutet, dass das Thema Wahrheit, Wirklichkeit, Wahrnehmung sehr stark diskutiert wird. Ja? Also beim Mars in der Jungfrau gehen jetzt nicht so die Wogen, weiß Gott wie hoch, aber im ersten Haus ist dann schon doch ein starkes, impulsives Potenzial vorhanden. Also hier wird dann schon auch gerne, sagen wir es mal so, gestritten. Ja? Weil Mars in der Jungfrau im ersten Haus steht für mich einfach für Streit, und ich wittere förmlich die Skorpion gerade. Bingo, wir haben 19 Grad 11, also das heißt auf Skorpion geraden. Das heißt, die Themen, die hier besprochen werden, sind sehr, sehr tief. Und natürlich kann man das 12. Haus auch durchaus positiv interpretieren. Das heißt, hier werden jetzt auch, wie sagt man, naja, spirituelle Dinge besprochen, ja. Also das heißt, Dinge, die uns in unserer persönlichen Entwicklung weiterbringen werden, aber man kann es auch anders interpretieren, jetzt eben nur auf den Sonntag bezogen, dass jetzt hier sehr gefühlsintensive Themen besprochen werden. Ihr kennt ja diese wunderbaren streitähnlichen Szenen zwischen Mann und Frau, also sozusagen, das ist eine nette Sonntagsbeschäftigung, man hat da nichts anderes zu tun, außer sich mit Vorwürfen und kleinen Sticheleien zu bedenken, also ganz witzige Situation, die halt auftreten könnte. Wir haben auch, ja, auch im 7. Haus, und da würde ich natürlich sagen, Spitze 7. Haus in den Fischen, der Neptun, ja, der Neptun im 7. Haus, ja, das ist schon, das ist sozusagen die wehmütige, die Liebessehnsucht, ja, also Neptun im 7. Haus, das ist schon was sehr, sehr Spezielles, da ist man in die ins Verlieben verliebt, also eine ganz merkwürdige Geschichte. Wir haben auch die Venus im Domizilhaus, im 2. Haus, in der Waage, also doppelt domizilig, könnte allerdings schon auf Schütze gerade stehen. Tut sie das? Nein, habe ich mich jetzt ordentlich verschaut. Sie ist auf 15 Grad 16. Das würde bedeuten, naja, das sind Waage gerade, also das ist nicht ohne. Die Venus in der Waage auf Waagegraden im 2. Haus, na, das könnte schon mal auch sehr intensiv werden. Also das heißt, hier zeigt sich die Venus von ihrer weiblichsten und intensivsten Seite. Spitze 2. Haus befindet sich in der Jungfrau, Herrscher von 2 in 2, nahe der Häuserspitze 2. Haus. Hier geht es eben, Moment, habe ich verschoben, hier geht es eben auch um das Thema Sicherheit sehr stark. Das wird uns noch, naja, sagen wir,
eine Woche lang begleiten, weil dann geht der Merkur so weit sozusagen hinauf. Der Merkur geht ja dann weiter in die Waage. Egal, das werden wir dann beim nächsten Tageshoroskop sehen, weil das ist eine interessante Thematik. Und der Merkur ist auch noch der Herrscher des ersten Hauses. Also das heißt, es dreht sich in den nächsten Tagen, aber das ist, würde ich sagen, nichts Neues, sehr viel um das Thema Sicherheit, Geld und Finanzen. Weiter zum dritten Teil. Ende.